Wer als Spätaussiedler anerkannt werden will, muss sich selbstverständlich zum deutschen Volk bekennen. In der Praxis stellt das jedoch in tausenden Fällen eine fast unüberwindbare Hürde dar. Viele Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion waren aufgrund von Repressionen gezwungen, ihre deutsche Nationalität in amtlichen Dokumenten zu ändern. So steht zum Beispiel in den Pässen vieler ethnischer Deutsche, dass sie Russen sind oder zu einer anderen nicht-deutschen Volksgruppe gehören. In unzähligen Fällen haben die Behörden auch willkürlich die russische Nationalität in Dokumenten eingetragen. Beispielsweise bei Kindern von Deutschen. Mit der 10. Novellierung des Bundesvertriebengesetzes von 2013 wurde die Aufnahme von Spätaussiedlern erleichtert. Dies verbesserte zunächst die Situation. Änderungen in den Nationalitätseintragungen wurden von den deutschen Behörden wieder akzeptiert. Doch unter der Ampelregierung verschlechterten sich die Aufnahmebedingungen für Spätaussiedler erheblich. Der Umstand eines in der Vergangenheit erbrachten Bekenntnisses zu einem anderen Volk führte seit Frühjahr 2022 in tausenden Fällen durch eine unangemessen restriktive Auslegung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes zu einer massenhaften Ablehnung der Spätaussiedleranträge. In einem vom Bundesverwaltungsamt im April 2022 herausgegebenen Merkblatt wurde festgelegt, dass Einträge einer nicht-deutschen Nationalität in amtlichen Papieren, und zwar auch Einträge, die vor 10, 20 oder 30 Jahren gemacht wurden, als sogenannte Gegenbekenntnis zu werten sind. Dieser Begriff wird von den Russlanddeutschen, die das Leben lang unter Diskriminierungen gelitten haben, als äußerst ehrenrührig empfunden. Dennoch hat Natalie Pavlik, die Aussiedlerbeauftragte der Bundesregierung, das Merkblatt des Bundesverwaltungsamts ausdrücklich empfohlen. Und nicht nur das, sie hat diese Auslegung vermutlich angeordnet. Seit Frau Pavliks Amtseintritt ist ein starker Anstieg der Ablehnungen zu verzeichnen. Nach zahlreichen Beschwerden von Spätaussiedlern und massiven innenpolitischen Druck, vor allem durch die AfD, hat die Bundesregierung mit einer Änderung im Bundesvertriebengesetz Ende letzten Jahres reagiert. Mit der Gesetzänderung sollte eine Rückkehr zur früheren Entscheidungspraxis ermöglicht werden. Die Neuerungen wurden von der Bundesregierung als großer Erfolg verkauft. Doch das Gegenteil ist der Fall. Von jetzt an sind die Antragsteller gezwungen, ihr Gegenbekenntnis zu widerlegen. Die alleinige Beherrschung der deutschen Sprache reicht für eine Anerkennung ausdrücklich nicht aus. Eine Anerkennung als deutscher Volkszugehöriger wird mit der Begründung abgelehnt, dass es sich bei der Änderung des Nationalitätsantrages lediglich um ein Lippenbekenntnis handele. Konkret wird dem Antragsteller vorgeworfen, die Änderung nur mit der Absicht vorgenommen zu haben, um in die Bundesrepublik einzureisen. Die deutsche Identität der Antragsteller wird damit grundsätzlich infrage gestellt. Was für eine Diskriminierung für einen Menschen, der sein Leben lang wegen seiner deutschen Wurzeln unterdrückt wurde. Das Prozedere einer nachträglichen Änderung des Nationalitätseintrags bei den Behörden vor Ort ist mit großen Unannehmlichkeiten verbunden. Antragsteller sind oft Diskriminierungen der dortigen Beamten ausgesetzt, die ihnen in vielen Fällen eine Änderung der Einträge verwehren. Gelingt es ihnen doch, die Einträge nachträglich zu ändern, bedeutet es noch lange nicht, dass die Änderung von deutscher Seite akzeptiert wird. Am gravierendsten ist aber die Lage der Deutschen aus der Ukraine. In ukrainischen Papieren werden prinzipiell gar keine Einträge mehr zur Volkszugehörigkeit gemacht. Das heißt, die Antragsteller haben gar nicht die Möglichkeit, über amtliche Dokumente ihre deutsche Abstammung nachzuweisen. Doch selbst wenn Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion alle nötigen Dokumente einreichen und auch das nötige Sprachniveau vorweisen, ist das der deutschen Regierung nicht genug. Es kommt regelmäßig vor, dass Antragsteller abgelehnt und von ihnen Gentest verlangt wurden, wie meine Anfrage an die Bundesregierung ergab. Als ich dies in einer Rede im Bundestag thematisierte, haben Abgeordnete der CDU und SPD wütend protestiert und als Lüge bezeichnet. Gelogen haben jedoch die Abgeordneten der Altparteien. Viele Spätaussiedler müssen ihre deutsche Herkunft mit einem Gentest nachweisen. Der Unionsabgeordnete Stefan Mayer bezichtigte mich im Bundestag der Lüge, konstatierte lautstark, ich würde Fake News verbreiten. Ach ja?
Schauen wir uns das genauer an. Von Spätaussiedlern wird häufig verlangt, ihre deutsche Herkunft mit einem Gentest zu beweisen. Auf der anderen Seite werden Hunderttausende Menschen eingebürgert, die sich nicht als Teil des deutschen Volkes verstehen, sondern uns sogar verachten. Eine Bemerkung zu meinem Vorredner. Herr Schmidt, Sie sind nicht die einzige Stimme der Vergessenen hier im Deutschen Bundestag. Sie sind die einzige Stimme, die hier in dieser Debatte himmelschreiende Fake News verbreitet. Es ist einfach hanebüchen. Es ist vollkommen unzutreffend, wenn Sie behaupten, dass Gentests von Spätaussiedlern vorzubringen sind. Das trifft nicht zu. Das ist falsch, um es hier ausdrücklich festzuhalten. Nun, Herr Mayer, entgegen Ihrer Behauptung musste die Bundesregierung einräumen, dass in vielen Fällen ein genetischer Nachweis von Spätaussiedlern gefordert wird. In einem dokumentierten Fall wurde einem Antragsteller trotz einer von einem akkreditierten Institut bestätigten deutschen Abstammung mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9999% die Anerkennung verweigert, weil eine minimale Restunsicherheit verblieb. Bei Asylbewerbern dagegen zeigt sich Deutschland weitaus großzügiger. So ist es rechtlich sogar untersagt, deren Handys zu überprüfen, selbst bei Zweifeln an ihrer Identität. Und das trotz angesichts weit verbreiteter Fälle von Dokumentenfälschung im Herkunftsland, beispielsweise bei Familiennachzug. Gentests finden hier natürlich erst recht keine Anwendung. Unterdessen bewegen sich die Ablehnungen von Spätaussiedlern unter der Aussiedlerbeauftragten Nathalie Pavlik auf einem dramatischen Hoch. Die Angst ist groß, denn Russlanddeutsche sind mehrheitlich konservativ und wählen nur selten Altparteien. Diese schreiende Ungerechtigkeit offenbart, wie tief der Verrat an unserem eigenen Volk ist. Wir kämpfen für unsere Landsleute. Mit aller Kraft. Ich habe Schriftstücke des Bundesverwaltungsamts, in denen von Spätaussiedlern ein Gentest verlangt wurde. Mir liegt außerdem ein Fall vor, bei dem die deutsche Abstammung in einem Test zu 99,9999% bestätigt wurde. Aber selbst das galt nicht als hinreichend, um als Spätaussiedler anerkannt zu werden. Es ist unvorstellbar. Unsere Landsleute müssen einen langwierigen und erniedrigenden Prozess durchlaufen, um am Ende doch die Einreise nach Deutschland verwehrt zu bekommen, während kulturfremde Asylanten bei ihrer Einreise lediglich zu behaupten brauchen, sie hätten ihren Pass verloren, um dennoch mit offenen Armen und Sozialleistungen von der Bundesregierung aufgenommen werden. Eine größere Verachtung für das eigene Volk ist kaum vorstellbar.